Ja, servus. Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute will ich euch mal zeigen, wie ich die Bienen wandre. In einem der vorigen Videos gab es ja Kritikpunkte an der Reihenaufstellung, völlig zu Recht, arbeitsökonomisch total überholt. Ja, bei mir läuft es jetzt mittlerweile so, wie ihr es jetzt im Video seht. Ich wünsche euch viel Spaß. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefällt. Empfehlt den Kanal weiter, wenn es euch hilfreich erscheint. Und ja, aber jetzt viel Spaß beim Video. Ja, so, nur ein paar Wochen später, eineinhalb Wochen später, glaube ich, sowas um den Dreh rum, bin ich wieder hier am Bienenstand. Ihr habt es ja gerade gesehen, wo ich die Bienenvölker mit der neuen Karre hingefahren habe. Und wenn man hier jetzt ruhig im Wald steht, ich weiß nicht, ob man es an der Kamera hört, es summt unheimlich. Ne? Ist immer ein gutes Zeichen. Summender Wald ist immer positiv als Imker. Wir waren jetzt hier, oder ich war jetzt hier, um Honigräume aufzusetzen und natürlich auch so ein bisschen zu schauen, was ist hier im Wald los. Jetzt waren ja knapp eine Woche Regen und kalt war es. Aber wie gesagt, Honigräume sind aufgesetzt, neue. Und jetzt, die Kinder wollen heim. Dank Corona sind die ja jetzt praktisch top ausgebildet und sehr oft dabei. Aber nichtsdestotrotz ist es immer schön, wenn man in den Wald reinläuft, wo man seine Bienen hat und der Wald summt einfach. Ne? Also das ist verspricht eine schöne Ernte. Man weiß, den Bienen geht es gut. Und ja, das soll es aber jetzt für dieses Video auch gewesen sein. Also ich bin, wie gesagt, hier ziemlich zuversichtlich, dass das mit dem Waldhonig klappt, auch nach dem Regen. Läuse habe ich auch gesehen. Ich habe es da nicht groß gesucht, aber man schaut ja natürlich, wo man so handgelenkig hinkommt, schaut man natürlich gerne mal nach. Dann weiß man, was ist. Eine Waage steht auch da, die Zunahmen zeigt. Also, warum soll es nicht funktionieren? Ja, ich hoffe, das Video hat euch einen kleinen Einblick verschafft und dem einen oder anderen vielleicht auch als Anregung gedient. Wie gesagt, gerne einen Daumen nach oben und eine Weiterempfehlung. Und dann wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.